Knieprothese, ja oder nein? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Knie. Wenn Sie ständig Schmerzen haben und wenn alle bisherigen Methoden nicht mehr helfen, kommt dann eine Knieprothese für Sie in Frage? Und falls ja, was genau kommt dann auf Sie zu? Das ist das Thema heute. Bei mir ist Dr. Frank Gregor Hacker. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Asklepios Klinik Parchim. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Hacker. Danke für die Einladung. Sagen Sie mir erst einmal, wann bin ich soweit für so ein künstliches Kniegelenk? Wie beurteilen Sie das? Ein künstliches Kniegelenk kann nur dann eingebaut werden, wenn der Patient es benötigt, wenn der Patient meint, ich brauche das Gelenk. Nachdem ich bestimmte Voraussetzungen habe, Röntgenbilder, Beschwerden, Bewegungseinschränkungen, die eine Arthrose diagnostizieren lassen und der Patient solche Beschwerden haben, dass er sagt, ich komme nicht mehr weiter. Dann ist der Moment gekommen, ein Kniegelenk einzubauen. Ist es eher die Frage, die Sache, ich komme nicht mehr weiter, oder ist es das Bild? Also manchmal sehen ja Bilder vom Knie echt wüst aus. Ja, Röntgenbilder operiere ich nicht, ich operiere Menschen. Das ist ganz einfach. Manchmal sieht man aufgrund anderer Erkrankungen Bilder von Kniegelenken, Röntgenbilder, wo man sagt, eigentlich kann sich diese Person gar nicht mehr bewegen. Und der Patient hat keine Beschwerden. In einigen Fällen sieht man relativ geringe Veränderungen und der Patient kommt überhaupt nicht mehr zurecht, obwohl er schon Physiotherapie gemacht hat, obwohl schon Medikamente gegeben wurden. Und daher ist der Patient derjenige, der entscheiden muss, ich kann nicht mehr, dann versuche ich zu helfen. Und fragen Sie ihn dann in diesem ersten Gespräch auch ganz eingehend, ob er schon alles probiert hat? Klar, normalerweise ist es so, dass wenn ein Patient zum Krankenhaus kommt, die niedergelassenen Kollegen schon die Behandlung durchgeführt haben, die sie selber durchführen können. Sprich Physiotherapie, sprich Medikamente, unter Umständen Injektionen in die Kniegelenke. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, sind wir drin. Ja, reif sein, so haben wir es ja genannt. Wann bin ich reif für eine Knieprothese? Was kommt denn da insgesamt auf mich zu? Also wie muss ich, das bleibt ja nicht beim ersten Gespräch, so dann. Aber worauf muss ich mich einstellen mit mir? Wenn wir uns entscheiden, eine Knieprothese zu implantieren, dann muss man mit einer Krankenhausbehandlung von etwa 2 Wochen rechnen, eigentlich ein bisschen weniger. Im Anschluss an diese Krankenhausbehandlung kommen noch 2 Wochen, manchmal ein bisschen mehr, Anschlussheilbehandlung ran. Und was ganz wichtig ist, der operierte Mensch muss nachher Monate selber arbeiten, um wieder die Beweglichkeit ins Knie zu bekommen, um sich an seine neue Situation zu bewegen. Die Operation selber ist relativ kurz. Reine OP-Zeit ist ein bisschen über 1 Stunde. Da kommen wir sehr gut mit zurecht. Aber das Wichtige ist, was der Patient selber nachher machen muss. Ja, das hört sich für mich so an. Also als Patient bei Ihnen auf dem OP-Tisch habe ich es noch gut. Und danach kommt eigentlich das Löwenwerk sozusagen, der Löwenanteil. Ja, aber gut werden Sie es auch haben. Wir haben ein gutes Team, das Sie dabei unterstützt, das so gut wie möglich hinzukriegen. Und man ist ganz schnell wieder aus dem Bett raus, man kann ganz schnell wieder gehen und Arbeit kostet es für Sie. Was macht es so schwierig oder so komplex, sich an so eine Prothese zu gewöhnen? Anders als bei der Hüftprothese liegt das Kniegelenk direkt unter der Haut. Es hat ganz andere Bewegungsabläufe als die des Hüftgelenkes. Hüftgelenke sind ja die früher schon immer gemacht wurden, ich darf das mal so sagen. Die Propriozeption im Kniegelenk ist auch anders als in der Hüftgelenk. Was? Propriozeption, das Selbstgefühl, was kann ich selber an mir empfinden. Da gibt es einige Bewegungsabläufe, die, wie gesagt, anders sind als im groben Hüftgelenk. Und daher muss der Mensch sich an all diese neuen Situationen gewöhnen.
Ja, hat das auch etwas damit zu tun, zu akzeptieren, dass man nicht mehr der Alte ist oder nicht mehr ganz ist? Was geht da in Ihren Patienten vor, wenn Sie mit denen so sprechen? Wann ist der Alte? Wann ist der gleiche Mensch? Wir haben nur etwas, das nicht mehr funktioniert, gegen etwas anderes ausgetauscht. Das funktioniert. Was allerdings nicht der Fall ist, ist, dass wenn ich eine Person mit 70 Jahren operiere und ein neues Gelenk implantiere, wird diese Person nicht 50. Mhm. Das ist die gleiche 70-jährige Person, die mit Eigenarbeit eine Verbesserung der Beweglichkeit im Gelenk hat und eine Reduzierung der Schmerzen, die sie vorher hatte. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das schwierig ist zu akzeptieren. Man muss nur wissen, dass man selber was machen muss. Mhm. Muss man das so sagen? Das Knie ist nie wieder so wie früher, wenn man eine Prothese einbauen lässt, also auch im guten Sinne. Also man muss, die will einfach anders behandelt werden als ein original gewachsenes Knie, muss man das so sagen? Es ist kein original gewachsenes Knie. Es ist auch nicht mehr so wie früher. Es ist unser Ziel, dass es besser wird als die Situation, in der der Patient zu uns gekommen ist. Schmerzfrei, ja. Wir werden aber nicht mehr das erreichen, was früher schon einmal war. Wir werden kein 20-jähriges gesundes Knie draus machen. Ja, wenn man sich so informiert über verschiedene über Knieprothesen, dann begegnen einem ja auch Teilprothesen oder Schlitten, wo man dann denken könnte, jetzt hat Dr. Hacker eben gesagt, ja, die Verbindung von meinem Gefühl zu meinem Knie ist ja sowieso eine andere. Je weniger Metall im Knie, desto besser das Gefühl dafür. Was ist also zu halten von diesen Teilprothesen? Man kann Teilprothesen einbauen. Die Teilprothesen kann ich allerdings nicht ganz so gut positionieren wie die Vollprothesen. Die Teilprothesen kann man nur einbauen, wenn ich einen umschriebenen Schaden am Kniegelenk habe und bestimmte Teile nicht betroffen sind. Das heißt, bei den meisten Patienten, die zu uns kommen, kommen die Teilprothesen gar nicht in Frage, sodass wir direkt eine Vollprothese implantieren müssen. Wenn es aber ein junger Patient ist mit nur einem umschriebenen Schaden, kann man die durchaus einbauen. Gut, aber Ihre Patienten sind eher die, die einen Rundum-Service haben sollten, von dem Sie auch sagen, dass das einfach besser sitzt nachher. Und das Sitzen hat ja auch was mit Haltbarkeit dann zu tun, nehme ich mal an. Das sitzt besser, die Prothese hält ungefähr 15, 20 Jahre. Die Patienten können mit einer Vollprothese im Prinzip schon am Tag nach der OP wieder voll auftreten und anfangen zu belasten. Das ist sehr wichtig, denn wir möchten, dass die Patienten so wenig wie möglich im Bett sind. Mhm. Und ja. Arbeiten müssen Sie dann. Das genau, also ich habe eine Stunde OP so ungefähr, dann noch ein bis zwei Wochen Krankenhaus. Ja, und dann und die Anschlussheilbehandlung. Ja, dann die Anschlussheilbehandlung. Kurz noch, bei der Vollprothese, das wird ja nicht nur überkront, sage ich jetzt mal, entlehne ich jetzt mal so aus der Zahnarztsprache, sondern Sie sägen ja schon ein ordentliches Stück Knochen auch ab, oder? Es ist eher die Krone als ein ordentliches Stück Knochen. Ah. Wir nehmen sehr wenig Knochen weg. Das sind Zentimeter, ein paar Millimeter, je nachdem, wo man schneidet, weil man schneidet ja in verschiedenen Winkeln und ersetzt die Oberfläche des Knochens, nicht den ganzen Knochen. Viele Leute sagen, wenn da eine Vollprothese ist, wir nehmen das Knie raus und kommt ein neues Kniegelenk rein. Das ist nicht so. Mhm. Wir entfernen lediglich den kaputten Knorpelanteil mit ein bisschen Knochen und setzen darüber eben diese Metallschale, die wir haben. Dazwischen kommt ein Kunststoffteil, das quasi die Funktion des Meniskus übernimmt. Wir versuchen, die Bänder und die anderen Strukturen so gut wie möglich zu erhalten, damit wir wieder alles richtig bewegen können. Es ist wie beim Auto, wäre es eine Reifenrundumerneuerung. Ja, okay. Beim Auto, da würde mich ja dann die Werkstatt irgendwann anrufen und sagen, oh, wir haben da noch so eine Gummimanschette, die müssen wir auch noch austauschen. Dürfen wir das? So, jetzt bin ich aber bei Ihnen auf dem OP-Tisch.
Normalerweise sprechen wir mit unseren Patienten, das heißt nicht normalerweise, wir sprechen immer mit unseren Patienten, aber und da werden über alle Eventualitäten, die wir bei der OP haben, gesprochen. Das heißt, wir gehen mit einem Plan rein, den wir in aller Regel durchführen. Dennoch kann sich bei jedem Mensch, wir arbeiten mit Menschen, nicht mit Maschinen, das ist wieder der Unterschied vom Auto. Zum Auto. Können sich viele Kleinigkeiten darstellen, die wir vorher nicht wussten. Und sicherlich sprechen wir diese Kleinigkeiten an und haben auch die Erlaubnis von unseren Patienten, dass wir das, wenn es notwendig ist, direkt mitregeln. Ja, genau. Also, dass unter Umständen doch ein Bänder doch entfernt werden müssen. Vielleicht. Dass vielleicht ein Band gelöst werden muss, damit wir eine bessere Beweglichkeit ins Knie bekommen, zum Beispiel. Ja. Aber wenn entfernt, bis auf das vordere Kreuzband, das geht routinemäßig mit weg, bleibt alles erhalten. Okay. Und wenn ich dann also bei Ihnen entlassen werde, dann ist es ja, also ich werde schon aufrecht herausgehen, aber glaube ich nicht so unbedingt rund, oder? Also humpeln werde ich ja doch. Sie benutzen in der Regel Gehstützen. Es gibt allerdings einige Patienten, die diese nicht mehr benutzen wollen, die schon richtig gehen können. Das sind die Patienten, denen wir sagen, bitte sei vorsichtig. Es ist noch frisch drin und es braucht eine Zeit, bis es einwächst. Bis ein Knie fertig ist, also bis man sich ganz dran gewöhnt hat, dauert es 9 Monate bis ein Jahr ungefähr. Und da macht es keinen Sinn, dass man in den ersten 10 Tagen schon versucht, alles rauszuholen. Kriegt man nicht hin. Man geht aufrecht, man geht an Gehstützen. Die meisten Leute sind im Krankenhauszimmer schon ohne Gehstützen unterwegs. Man stützt sich natürlich so ein bisschen am Bett und am Tisch ab. Aber unser Ziel ist es, das so schnell wie möglich hinzubekommen, dass die Leute, wie Sie sagen, rund gehen. Ja, wie lange werde ich Schmerzen haben? In der Regel nicht allzu lange. Die OP-Schmerzen werden direkt von der OP an mit bestimmten Medikamenten reduziert. Man fühlt sich komisch, wenn man zu Hause ist, wie nach jeder Operation. Es gibt Vernarbungen, es gibt Veränderungen. Man benutzt in der Anfangsphase sowohl Schmerzmittel als auch entzündungshemmende Mittel, die nicht nur gegen die Schmerzen funktionieren, sondern auch gegen die, damit die Narbe nicht so dick wird, um das zu verringern. Mhm. Und normalerweise ist es so, dass ein Patient nach 6 Wochen keine Schmerzmittel mehr nehmen muss. Und was ist, wenn ich nach einem Jahr noch Schmerzen habe? Dann komme ich wieder zu Ihnen. Das ist sowieso. Also, ich denke, wir haben hier in Deutschland ein Problem. Wir gucken uns nicht alle Patienten nachher an. Das gibt unser System nicht her. In Frankreich müssen alle Ärzte alle Prothesen einmal im Jahr ansehen. Sind halt politische Sachen. Wenn irgendwo ein Problem ist, haben wir engen Kontakt zu unseren niedergelassenen Kollegen. Die schicken uns den Patienten dann wieder. Bei den meisten Leuten finden wir die Ursache. Manchmal gibt es aber Situationen, wo man einfach nicht weiß, wo die Schmerzen herkommen. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz von Patienten, die im Bereich der Kniescheibe Schmerzen behalten. Wo das genau herkommt, wird sich noch drüber gestritten. Und dann können Sie auch nichts machen? Man kann wenig machen, man kann aber was machen manchmal, dass man nochmal die Nervenenden um die Kniescheibe rum durch einen kleinen arthroskopischen Eingriff durchtrennt und dadurch versucht, etwas zu verbessern. Aber es ist eher selten, dass es wirklich lange andauert. Das heißt also, die meisten haben dann so nach einem Jahr ein Knie, mit dem sie das machen können, was im Grunde genommen auch... Mit dem sie das machen können, was sie vorher machen konnten, ja. Ja, das ist wichtig. Mhm. Ja. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.